Hallo, ich bin Andi, ich bin der Mattenentwickler bei Exped. Ich will die SwimMat 7 hier erklären. Das ist eine der meistverkauften Matten bei uns, weil sie ist warm, sehr bequem, relativ kompakt und leicht. So kommt sie aus dem Laden. Beachte bitte das erste Mal, wenn du die rausnimmst. Hat übrigens auch ein Reparaturkit natürlich dabei, dass sie doch recht lange gelagert ist. Das heißt, dass die integrierte Pumpe, die aus einem Schaum besteht, dieser Schaum ist lange gelagert und braucht darum eine gewisse Erholungszeit. Darum öffne das Auflassventil und lass die Matte mal 24 Stunden einfach zu Hause liegen, damit sich der Schaum erholen kann. So, aufblasen. Die Klappe aufmachen des Auflassventils. Es hat ein Ablass- und ein Auflassventil. Und wie du siehst, es hat hier zwei Abbildungen für die Hände. Und genauso platziere deine Hände drauf und dann pumpst du, indem du gleichmäßig drauf drückst. Die hintere Hand fungiert dabei als Deckel, sodass die Luft nicht mehr raus kann, wenn du den Schaum zusammendrückst, der dann sich jeweils aufsaugt mit Luft und die Luft reinstößt. Jetzt das erste Mal ist der Schaum, wie gesagt, noch nicht so richtig voll. Geht vielleicht ein bisschen länger. Normalerweise geht es 2 Minuten. Du kannst auch ein bisschen schneller machen. Der Grund, wieso diese integrierte Pumpe da ist, ist sicher nicht nur die Bequemlichkeit, sondern auch, damit du nicht die Lunge brauchst, nämlich dann würde die ganze feuchte Luft von der Lunge reinkommen und das wäre echt nicht gut, weil das sammelt sich mit der Zeit immer mehr an Feuchtigkeit an und wenn es kalt ist, bei Minustemperaturen, kann das sogar gefrieren. Keine gute Idee. Siehst du, es ist bereits schon so weit hier. Je mehr du aufbläst, je dicker das sie ist, desto wärmer ist sie auch. Aber es ist wirklich eine Frage vom eigenen Geschmack, Komfort. Und dazu ist auch ein guter Trick noch da. Übrigens, wenn dich das stört, dass hier der Schaum noch nicht so aufgeblasen ist, kannst du hier oben drauf drücken und da kommt ein bisschen Luft zurück. Das ist derselbe Trick, den du anwenden kannst, wenn du ein bisschen Luft ablassen willst, um die Matte genau deinem Körper anzupassen. Also vor allem für Seitenschläfer und 70% der Leute sind Seitenschläfer. Sehr komfortabel, vor allem den Hüftbereich und Schulterbereich ein bisschen weicher zu machen. Dazu öffne das Aufblasventil und wie gesagt, drücke hier oben drauf ein bisschen und dann geht ein bisschen Luft raus. Genauso wie es hier passt. So, das wäre zum Aufblasen zu sagen. Normalerweise, wenn du ins Camp kommst, schmeißt die Matte einfach ins Zelt rein, öffne das Aufblasventil, dann kann die Synthetik, die da drin ist, zum Teil sich schon ein bisschen erholen und saugt schon einen Teil der Luft rein. Also ähnlich wie einem Kunstfaserschlafsack. Was allerdings hier Kunstfaser zu sagen ist, ist auch Kunstfaser drin, allerdings ist die innen dran oben und unten anlaminiert, sodass jedes Mal, wenn du die Matte aufbläst, die Kunstfaserwatte auseinandergezogen wird. Es kann also nie so sein wie bei einem Kunstfaserschlafsack, der nach 5 Jahren von der Kompression her immer dünner und dünner wird. Das wird nie dünner, weil es eben in beiden Seiten oben und unten anlaminiert ist. Zum Ablassen, dazu das Ablassventil öffnen, steht auch drauf, Ablassventil. Übrigens, es hat hier noch 2 Ohren oder Stoffbösen, da kannst du dein Kissen ranmachen, irgendeinen Packsack, den du Kleider füllst oder irgendeines der Kissen auf dem Markt, unter anderem bei uns. Experten haben auch ganz schöne Kissen. Wie gesagt, hier aufmachen und dann in 2 Gängen kannst du die Matte ablassen. Zuerst mal locker rollen, Knien drauf, damit mal die meiste der Luft raus ist. Das sind doch 90 Liter. Das ist doch enorm. So, und beim zweiten Schritt legst du die Matte, damit die genau in den Packsack passt. Und dann vom Fuß her
so eng wie möglich zusammenrollen. Das Ablassventil hat extra auch ein Rückschlag-Silikon-Ventil drauf, damit kein Dreck oder Schnee oder irgendwas reinkommt und die Luft auch nicht zurückgesogen wird. Die ganze Luft wird da draußen sein. Die Fuß noch hier. Da. Voilà. Du siehst es echt kompakt und auch leicht. Und dann in den Sack rein. Übrigens, was noch neu ist, jetzt haben wir innen am Packsack zwei Bändel gemacht und an diesen Bändeln kannst du an diesen Stoffösen diesen Sack befestigen und eben mit Kleidern füllen, vielleicht ein Fließpullover drüber und da hast du dein improvisiertes Kissen. So, Packsack ist groß genug, kein Problem, kein Stress. Temperatur geht rein und klappt gut.